Hallo Leute und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Mod-Vorstellung, und zwar diesen hier, diesen schönen Liebherr-Bagger mit Forstzange dran. Steuerung geht ganz normal über die Maus, wie halt jede andere Forstgeräte. Mit beiden Mausen gedrückt kann man auf und zu machen. Funktioniert auch wunderbar. Drehen funktioniert auch. So, auch mit ein bisschen ein Forstgitter dran. Innen auch relativ wunderschön. So, wir können mal fahren. Okay, das war ein komisches Geräusch, aber ja. So, Ansichten hat man mehrere, eine direkt auf der Zange, das ist auch gut. Wir nehmen einfach hier mal den Baum, den ich gefällt habe. Ist auch unsere schöne Birke, die wir immer fällen. So, wir stellen es mal hier einfach so mal schnurstracks hin. Und sagen X für Stützen ausklappen. Da kommt vorne das Schild und hinten die Stützen. Wunderbar funktioniert das, also das funktioniert echt wunderbar schon mal. Dann vorne den Arm. So, da können wir einfach mal. So, machen wir es so. Und dann gucken, dass wir hier den Baum so erwischen, schön da in den. Auseinandergehen. So, zack. Und da. Ui, naja, okay. Nochmal vorsichtig. So, greifen. Zack. Und heben. Heben, so. Und man sieht, man kann auch ganz normal den Baum mit dem Bagger heben. Also ideal zum Verladen von Forstsachen. Gefällt mir wunderbar. Die Lok hat noch zwei kleine Fehler mit einem Ton. Ist Mono, gehört Stereo. Okay, das kann man verkraften. Du findest das Ganze im Shop unter Diverses. Hier der Liebherr 900C. 195.000, Unterhaltkosten haben wir keine, und 750 PS. Also die Idee schon mal ganz gut, die Umsetzung auch sehr gut. Mir würde das aber viel besser gefallen, wenn der ein Kettenbagger wäre. Für den Forstbereich. Aber sonst echt taubel. Guter Mod, kann ich nur weiterempfehlen. Macht's gut, Leute. Tschüss.